Bei mir ist jetzt Ole Stabek in Kiel beim HSV-Auswärtssieg. 33:23, eine klare Sache. Eben hat man mir gesagt, Mensch, wir haben gesucht nach Interviewpartnern, wir haben nur noch einen Linkshänder gefunden. Sind Linkshänder bei euch in der Mannschaft verrufen oder was? Ja, die müssen halt immer ran, ne? Bei Interviews auf dem Platz. Man sagt, sie können kein Fußball spielen, man sagt, sie sind verrückt, aber eigentlich sind sie ganz nett. Ja, wir kicken ja gerne mal, ne, in der Mannschaft. Okay, und wie geht's denn aus? Beim HSV habe ich mir sagen lassen, na, Fußball ist so eine Sache. Aber bei uns gewinnt eigentlich alt immer. Okay, aber also, Handball könnt ihr ja. Handball können wir so ein bisschen. Um zum Thema des Tages zu kommen. 33:23 habt ihr gewonnen. Eine klare Sache. Hast du damit gerechnet, dass ihr beim THW so hoch gewinnt? Nee, auf keinen Fall. Also das ist ein sehr deutliches Ergebnis und wir sind alle sehr zufrieden damit. Und keiner hätte damit gerechnet, dass es so deutlich wird. Also wir haben alle eher mit einem knappen Sieg gerechnet, weil wir auch schon schlechte Erfahrungen hier in Kiel gemacht haben. Mhm. Aber umso besser, dass es jetzt so aussieht und nicht anders. Ihr seid ja auch extrem schnell davongezogen mit 5-6 Toren nach wenigen Minuten. War das der Knackpunkt schon so früh im Spiel? Ja, es war ein extrem guter Start. Also ich hatte das Gefühl, die Kieler haben... wir konnten nie wegziehen, immer 4-5 Tore, dann waren es wieder 3, dann waren wir kurz wieder auf 6 weg. Also die haben uns irgendwie nie losgelassen, erst zum Ende konnten wir es deutlich machen. Also ich sag mal, erst ab der 50. Minute konnten wir echt dann so ein bisschen durchatmen, dass man sagt, okay, das ist drin jetzt, das ist im Sack das Spiel. Es war ja auch eine Besonderheit, dieses Spiel wird es ja aufgrund der aktuellen Situation bei euch auch im Verein in dieser Konstellation so schnell ja erstmal nicht wieder geben. Ja, man muss erst mal abwarten, was kommt. Aber ihr wollt aufsteigen? Wir wollen auf jeden Fall aufsteigen und damit geschaut, wie die Zukunftsplanung ist. Das machen unsere Offiziellen, die kümmern sich da, glaube ich, super drum. Und wir sind dafür zuständig, dass wir aufsteigen. Und um den anderen Rest müssen wir uns keinen Kopf machen, glaube ich. Also ab in die dritte Liga. Das ist das Ziel, jetzt von Spiel zu Spiel gucken. Und Hauptsache, wir schaffen es. Also, ja. Ich wünsche dir viel Glück. Vielen Dank. Bis bald. Ja, auf jeden Fall. Ciao. Danke.